So, und heute wird getankt. Ihr habt noch so 60%. Das reicht natürlich nicht, damit ich nach Hause komme. Deswegen habe ich mir eine Ladesäule gesucht, was auch im Falle des Zoe gar nicht so schwer ist. Man hat im Navigationsgerät die Möglichkeit, nach Ladesäulen zu suchen, die im Umkreis dessen sind, was man noch mit dem Auto schafft. Und da hat er mir jetzt die hier vorgeschlagen. Die ist direkt am Dresdner Hauptbahnhof. Und dann gucken wir mal, was man denn so machen muss und wie es funktioniert. Als erstes Knöppelhof. Damit öffnet sich hier vorne meine Ladesäule, genau gesagt meine Ladebuchse. Und für diese Säule hier kann ich sogar die unteren beiden mit benutzen, denn das ist eine sogenannte CCS-Ladesäule. Die hat also, wenn man sich das hier anschaut, hier unten nochmal richtig Saft. Damit müsste sich der Zoe so ungefähr innerhalb von 2 Stunden auch komplett laden lassen. 2 Stunden sind um. Der Zoe hat an der Starkstrom-Ladedose geladen. Mal gucken, was passiert, wenn ich die Karte ranhalte. 100% Ladezustand. 1 Stunde 24 hat es gedauert. Theoretisch aber reicht sogar eine halbe Stunde, um den Akku wieder auf 80% zu bringen. Und das sind so roundabout 200 Kilometer. Jetzt ist er also voll. Zeigt sich auch am grünen ZE. Und jetzt ist er natürlich gesperrt, dass niemand das Kabel klauen kann. Und deswegen einfach wieder im Zoe aufs Knöppele gedrückt. Jetzt ist er entriegelt. Das war's. Zoe voll. Die Fahrt geht weiter.